Hallo zusammen. Heute geht es um die Vorstellung eines Kippwinkel-Release, und zwar das Hinge 2 von Altreview. Nachfolger des Hinge 1, was seit 2020 auf dem Markt ist, und wir gucken uns heute gemeinsam an, ob sich ein Upgrade wirklich lohnt. Mein Name ist Elmar Habecke und auf meinem Kanal geht es um Bogensport, Schießen, Technik, Training und Equipment. Heute gehe ich mal ein bisschen auf das Equipment ein. Es geht um das The Hinge 2 von Altreview. Ist seit Mitte des Jahres auf dem Markt. Ich habe es seit circa 3 Monaten und ja, möchte euch heute mitteilen, ob sich das wirklich lohnt gegenüber dem Hinge 1. Zum Hinge 1 habe ich schon mal ein Video gemacht, das werde ich euch da oben verlinken. Da könnt ihr euch alle Einzelheiten genau ansehen. Gehen wir auf das Hinge 2 ein. Man sieht es vielleicht hier im direkten Vergleich. Das 2er ist etwas massiver. Wenn man das in die Hand nimmt, sieht man sofort, dass der Release-Körper durchaus massiger gebaut ist, er ist kantiger gebaut. Das 1er schmiegt sich mehr in die Hand ein, wogegen das 2er mit den ausgeprägteren Kanten einfach besser fühlbar ist in der Hand. Als Material kommt Matte Stainless Steel zum Einsatz. Das hat ein relativ hohes Gewicht, das Ganze. Das gibt es auch in der Aluminium-Ausführung, aber ich wollte halt eben das höhere Gewicht haben. Das hier ist jetzt eine Dreifinger-Variante. Das Ganze gibt es auch als Zweifinger und Vierfinger. Dazu werden nur diese Elemente hier ausgetauscht. Hier sieht man, da werden einfach die Schrauben gelöst und dann kommt entweder ein kurzer Haken dran für einen Zweifinger oder ein Doppelhaken für die Vierfinger-Variante. Das ist aber nicht die entscheidende Besonderheit. Beim Hinge 1 war die Ratio, das Verhältnis von Klick und Lösen fest. Man konnte den Zeitpunkt des Klicks einstellen, aber der Weg bis zum Lösen war immer gleich. Altreview hat jetzt beim Hinge 2 genau dieses geändert. Und zwar wurde der Halbmond zweigeteilt. Das Verhältnis von Klick und Lösen verändert man, indem man den mitgelieferten Inbusschlüssel benutzt, um die Fixierschraube zu lösen. Danach stellt man mit den separaten Schrauben den Zeitpunkt des Klicks des jeweiligen Halbmonds ein. Da ist sogar noch eine Skala eingelasert. Da kann man dann immer wieder zurück, wenn man die Einstellung verändern möchte. Hier steht es auch nochmal, Klick und Fire. Und somit lassen sich die Einstellungen individuell abstimmen. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich, das ist richtig gut gelöst, ist hier unter dem Kopf findet man einen kleinen Magneten. Ihr seht, der hält den Inbusschlüssel fest und natürlich auch den Haken in Position. Damit entfällt das lästige Einfädeln am D-Loop, wenn man sich im Grunde genommen auf was anderes konzentrieren möchte. Super gelöst. Noch dazu in einem freundlichen, lebensbejahenden Schwarz und so ein schickes Anthrazitgrau. Gewichtsvergleich. Fangen wir mit dem 1er an. Wir kommen auf knappe 90 Gramm. Ordentlicher Wert. Ich mag das. Das 2er müsste ja eigentlich ein bisschen mehr Speck auf den Rippen haben. Und wir liegen bei 120,5. Jo, 30 Gramm mehr. Ordentlich. Wer schwere Releases mag, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für die Variante Nummer 2. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir können das Release noch erweitern. Und zwar gibt es dazu sogenannte Hunting Brackets. Ich lege das mal beiseite.
die sehen so aus. Das wird einfach ausgetauscht gegen die Aluminiumteile. Ja. Und auch die Hunting Brackets gibt es in 2, 3 und 4 Finger. Okay, so sieht es dann aus, wenn es montiert ist. An diese Öse kann man eine Handschlaufe anbringen. Normalen Bogenschießen, Feldparcours, 3D oder so, bringt dieses Teil ja nicht unbedingt Vorteile, weil das beim Pfeileziehen baumelt das Release immer im Weg rum. Deswegen habe ich es für den normalen Bogensport weggelassen. Aber ich will ja einfach das Mehrgewicht haben. Wie viel das bringt, schauen wir es uns an. Jo. 164,3. Das sind gute 24 Gramm mehr. Nein, 44 Gramm. Was rede ich denn da? 44 Gramm mehr, das ist ordentlich. Ja. Und für das Einser gibt es übrigens auch noch welche Hunting Brackets. Die wiegen damit, wenn die denn aus Messing sind, 5,2 Unzen. Das macht roundabout 147 Gramm. Also, ja, nochmal nicht ganz 17 Gramm leichter wie das Hinge 2. Wie gesagt, wer schwere Releases mag, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eins gibt, was schwerer ist. Wenn ihr das wisst, hey, würde mich interessieren, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Also, welches Release schlägt 164,3 Gramm, waren das? Ja, lohnt es sich jetzt nun, so ein Upgrade zu machen? Ja oder nein? Vom Feeling her sind die beiden Releases ähnlich. Also von der Geschmeidigkeit des Lösens. Das Hinge 2 liegt etwas massiver in der Hand. Man merkt die ausgeprägteren Kanten und hat dementsprechend mehr Feedback im Bewegungsablauf. Obwohl das 1er auch schon richtig gut läuft. Wer jetzt mit dem 1er und dem Verhältnis von Klick und Lösen gut zurechtkommt, der braucht das 2er nicht. Wer jetzt wirklich Feintuning betreiben möchte an den Einstellungen von Zeitpunkt des Klicks und Zeitpunkt des Lösens unabhängig voneinander einstellen möchte, für den macht das 2er mit Sicherheit Sinn. Schön ist auch hier, um es nochmal zu erwähnen, der Magnet, der den Haken in Position hält. Was man nicht machen kann, ist sich jetzt ein 2er zulegen und sagen, ich nehme das 1er als Backup-Release. Warum? Weil die Positionen der Haken stimmen nicht überein. Ich lege die mal übereinander, wobei die Referenz die Auflagen für die Finger sind. Das 1er ist etwas anders ausgeformt. Es ist schlanker. Hier sieht man das 2er durchblitzen und man sieht besonders deutlich, dass der Release-Kopf eine andere Position hat. Der ist etwas länger, gute 2 mm und etwas mehr über den Mittelfinger gedreht. Damit verändert sich natürlich die Position des Loops, der Sehne an der Nase und wahrscheinlich auch die Position des Pieps vor dem Auge. Das ist jetzt nicht viel, aber die Auswirkungen können schon gravierend sein. Deswegen achtet darauf, dass wenn ihr generell Releases vergleicht, der Bezugpunkt immer die Auflagefläche eurer Finger ist. Und dann beurteilt die Position der Release-Köpfe zueinander. Und ja, ihr seht es hier vielleicht, man kann es, nicht wirklich. Es passt nicht wirklich übereinander. Also wer ein Backup-Release für ein 2er braucht, der sollte sich entweder ein zweites 2er nehmen oder das UV-Button, das ist ein Trigger-Release von UltraView, zulegen. Das soll die gleiche Form haben und die gleiche Position des Hakens. Es ist bisher noch nicht bei mir
gelandet. Vielleicht bekomme ich es in nächster Zeit mal, dann werde ich euch darüber informieren. Wer ein Backup-Release zum 1er möchte, der könnte jetzt vielleicht, wo das 2er rausgekommen ist, günstig 1 schießen. Das war der kurze Einblick zum Hinge 2. Lohnt sich das Upgrade? Ja, für jemanden, der es auf die Spitze treiben möchte mit den Einstellungen, der ein sehr schweres Release bevorzugt. Und da macht das Ganze sicherlich Sinn. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich werde zusehen, ob ich da noch was an Antworten rauskitzeln kann. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Abonniert den Kanal, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Drückt die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es wieder neue Themen rund um den Bogensport gibt. Ach ja, ihr dürft es auch gerne weiter sagen. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns demnächst. Hier oder im Wald oder sonst wo. Ciao.